Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ratet mal, wer sich fertig gemacht hat, beziehungsweise gerade noch dabei war und wer jetzt eine Absage bekommen hat für ein Shooting. Es tut mir im Herzen weh, ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe mich echt seit gestern auf dieses Shooting gefreut, weil ich mir so dachte, oha, wie cool ist das denn bitte? Ich kann meine Hobbys hier in Mexiko weiterleben und mega, mega cool. Aber liebe Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe mich halt wirklich schon gefreut, weil ich mir so dachte, cool, ich habe mit einem Fotografen geschrieben und die Bilder sagen mir zu. Und dann können wir hier auf jeden Fall eine Kooperation starten. Und dann hat er 2 Stunden vorher abgesagt. 2 Stunden vorher. Ich habe halt meinen ganzen Tag danach ausgerichtet und mir alles so drumherum geplant. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ja, unzufrieden. Ich werde jetzt das Beste draus machen und ich werde jetzt selber einfach einen hammermega coolen Tag mit mir selber verbringen. Also gar nicht so schlimm, aber ich hatte halt in meinem Kopf, dass ich shooten werde heute und ich habe das Shooten vermisst. Ist auch kaum windig oder so. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt ein Eis kaufe. Ich gönne mir jetzt einfach heute richtig. Ist mir egal. Ich schwöre euch, ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind und es geht mir schon 3 Millionen Mal besser jetzt mit diesem Eis. Leute, ich versuche gerade wirklich das Beste aus diesem Tag zu machen und nicht enttäuscht zu sein oder traurig oder so, dass es mit dem Shooting nicht geklappt hat. Ich bin es ein bisschen, muss ich gestehen. Ich habe mir den Tag anders ausgemalt und ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Ich versuche einfach, mich über die Vorfreude weiterhin zu freuen und über die positiven Gefühle, die ich hatte den ganzen Tag über deswegen. Aber ich versuche jetzt einfach das Beste daraus zu machen. Das ist total schön, dass der Kokos so abwärts.
fast schon. Oh, was schön! Es sieht aus wie Paradies. Es sieht richtig paradiesisch aus. Ich verstehe jeden, der sagt, Isla Mujeres, geh dahin. Ich gehöre jetzt auch zu diesen Menschen. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon in Isla Mujeres verliebt. Das ist ja so schön! Oha! Ich find's geil. Und die liebe Heike, die wartet. Heike, wie findest du das Meer so? Angenehm? Sehr schön, ja. Oh ja. Willkommen im Paradies. Willkommen im Paradies. Mal kurz festhalten, wie krass dieses Wasser ist. Ich habe das Gefühl, es ist noch krasser als in Cancun. Super, super schöner Strand. Der toppt auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch den Strand in Cancun, muss ich sagen, beziehungsweise die Strände bisher. Ich habe noch nicht alle ausprobiert, aber ich werde auf jeden Fall noch alle ausprobieren. Aber der toppt auf jeden Fall die Strände, die ich bisher ausprobiert habe, weil es extrem weitläufig ist und weil das Wasser einfach nur richtig krass ist. Also das Wasser ist in Cancun auch krass. Aber hier auf der Isla Mujeres muss ich sagen, es ist noch viel, viel krasser, weitläufiger. Also ich bin richtig begeistert. Also ich weiß nicht, ob ihr seht, wie extrem weit man nach hinten reinlaufen kann. Das ist schon beeindruckend. Ich bin richtig begeistert. Richtig begeistert. Also ich habe jetzt schon öfter gehört, man soll Isla Mujeres nicht nur so für einen Tag besuchen, aber wir wollten das erstmal so ein bisschen auschecken und gucken, mögen wir es überhaupt. Ich finde es richtig geil. Ich find's unnormal schön. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie noch ein paar Tage herkommen. Vor allem ist Isla Mujeres ja auch relativ groß. Also was heißt jetzt relativ groß? Relativ groß heißt, ich glaube, die ist über 20 Kilometer lang oder so. Das heißt, man hat da auf jeden Fall schon so ein paar Ecken zu entdecken. Und ich möchte auf jeden Fall die ganze Insel entdecken. Definitiv. Ich hocke hier gerade so im Wasser, in der Karibik, die Sonne scheint und ich finde wirklich, das ist einer meiner neuen Lieblingsstrände. Laila am Lenkrad.
tatsächlich wieder froh, dass wir dieses Golfteil abgegeben haben, weil die Bremsen nicht gut waren. Also ich muss sagen, es hat super viel Spaß gemacht, es war cool, es war eine Erfahrung, ich würde es wieder machen. Ich glaube, ich würde nur jetzt mit meinem jetzigen Wissen die Bremsen checken.